Winter 1961 am Leverkusener Rheinufer, nahe einer alten Giftmülldeponie. Arbeiter schrauben rostige Gerüstbauteile zusammen. Sie dienen als Arbeitsstützen und Plattform für ein Bauwerk, das das Gesicht der Landschaft verändern wird. In den nächsten 4 Jahren entsteht hier zwischen der Leverkusener Dünnaue und den Rheinwiesen in Köln-Merkenich eine 1061 Meter lange Autobahnbrücke. Gleichzeitig wird die letzte 18 Kilometer lange Lücke der Autobahn 1 zwischen Kreuz Köln-West und dem Leverkusener Kreuz geschlossen. Das Projekt von einem 50 Kilometer langen Autobahnring rund um Köln wird damit vollendet. Über 40 Jahre schlummerten diese Filmaufnahmen unveröffentlicht in einem Privatarchiv, bis sie im Jahre 2004 in einer Internetauktion wieder auftauchten. Die Aufnahmen zeigen, wie sich die Arbeiter Schritt für Schritt von beiden Ufern langsam bis in die Mitte des Flusses vortasten. Als erstes werden die beiden Hauptstützen errichtet, in die später ein jeweils 60 Meter hoher Pylon eingelassen wird. Die Autobahnbrücke Rodenkirchen, damals noch halb so breit wie heute. Sie wurde bereits im Jahre 1941 als längste Hängebrücke Europas vollendet. Nach der Zerstörung 1945 dauerte es fast 10 Jahre bis zum Wiederaufbau. Die Pläne für den Kölner Ring waren lange vor dem Zweiten Weltkrieg gefertigt und wurden nahezu unverändert realisiert. Die rechtsrheinische A3, erbaut 1931 bis 1936. Sie ist und war das meistbefahrene Autobahnteilstück Deutschlands. ...1962 wurde die Strecke Leverkusen-Köln-Mülheim zur ersten sechsspurigen deutschen Autobahn ausgebaut. Was fehlte, war das Kölner Reststück der Autobahn, die Nummer 1 tragen sollte. Von Frechen über die Aachener Straße nach Bocklemünd und Longerich. Übrigens damals gedacht als Anschluss zum Flughafen Köln-Butzweiler-Hof. Schließlich die Fortwerke Niel-Merkenich und über die neue Brücke nach Leverkusen bis zum Kreuz Köln-Ost. Mit dem Bau entsteht eine 40 Meter breite Schneise, mal als 13 Meter hoher Damm, mal als 6 Meter tiefer Graben. Insgesamt verbraucht die Trasse 134 Hektar Grund und Boden, der in 70 Kaufverträgen erworben werden muss. 11 Grundeigentümer verweigern die Bauerlaubnis und werden enteignet. Vor 1965 gab es zwischen der Köln-Mülheimer Brücke und Düsseldorf nur die klassische Rheinüberquerung per Schiff. Hier die heute noch fahrende Fähre von Köln-Langel nach Hittdorf. Dieses kleine Fahrschiff von Merkenich nach Wiesdorf rückte das Ende mit jedem neuen Stahlträger unwiederbringlich näher. Thank you.
Wer das relativ kurze Teilstück befährt, passiert insgesamt 25 neue Brücken oder Unterführungen. Besonders spektakulär der Longericher Bahnhof, dessen Ziegelbau bis heute an der Autobahn zu sehen ist. Die 8 Gleise des Bahnhofes Longerich werden auch während der Bauarbeiten aufgrund einer Forderung der Deutschen Bundesbahn mit 140 km/h befahrbar bleiben müssen. Mit Hilfe von 3 Stahlüberbauten konnte Gleis für Gleis kurzfristig unterlegt werden. Bevor es nun über den Rhein geht, folgt die Rampe, die sogenannte Vorlandbrücke. 372 Meter Spannbeton auf Pfeilern. Gleiches auf der rechten Seite des Rheins. Hinter der Rheinbrücke entstand eine futuristische Hochstraßenkonstruktion aus Stahl und Beton von 1,5 Kilometern Länge. Am 5. Juli 1965 wurde die gesamte Strecke inklusive Rheinbrücke für den Verkehr freigegeben. Die Gesamtkosten des Bauprojektes beliefen sich auf 167 Millionen D-Mark. Kölner Ring. Gebaut wird an ihm weiter werden. Gerade verschwinden in Höhe des Teilstückes Bocklemünd die letzten zweispurigen Originale auf der alten A1.